grüße euch, liebe Geschwister im Glauben und alle Freunde darüber hinaus, dem Herrn befohlen. Aschadonai ist der Herr, der neue Herr seit 1,5 Jahren ist Aschadonai der Herr. Ihm gebührt alles Lob und alles Ehre und alle Ehre. Ich freue mich, dass es einen neuen Sohn Gottes gibt, genauso wie ich mich früher gefreut habe bei den alten Sohn Gottes und ihn verehrt habe. Und wenn man richtig betet, betet man zu Gott, dem himmlischen Vater, bringt sein Gebetsanliegen und bittet dann entweder, dass er den Heiligen Geist etwas befiehlt, oder man kann den Heiligen Geist anbeten und ihn bitten, etwas zu erfüllen. Zum Beispiel, dass der Heilige Geist eine Nachricht verbreitet, die positiv ist. Oder man kann den Vater, den himmlischen Vater bitten, dass er Schadonai sendet oder sich offenbaren lässt bei verschiedenen Menschen. Zum Beispiel bei euren Muslimen. Das gebe ich euch auf den Weg. Man kann sich von Gott, dem himmlischen Vater, bitten, dass man Geld aufs Konto bekommt. Wer kein Konto hat, der kann sich ein Konto eröffnen. Das ist was Wunderbares für die Wirtschaft, denn das Geld kommt aus dem Nichts, also von Gott, dem Vater, aus dem Nichts. Und gerade nach dem Lockdown ist es eine wunderbare Sache, dass alle Geld zur Verfügung haben. Für die Dinge, die schon von Haus aus gegeben sind, dass wir sie genießen dürfen. Wenn es keine freie Marktwirtschaft gäbe, würde auch jedem alles gehören. Und wir würden uns alles abteilen können. Aber die freie Marktwirtschaft ist nun mal Teil des Systems und das ist auch gut so. Und somit könnt ihr euch Geld von Gott, dem himmlischen Vater, bitten. Und so könnt ihr euch alles erfüllen, jeden Wunsch, den ihr haben wollt, bis euer Lebensende. Und alle die ehrenhaften Arbeiter, die Jobs haben, die sinnvoll sind, wie zum Beispiel Lebensmittelgeschäftsverkäufer oder Eisgeschäftsverkäufer oder Bademeister oder Kinokassenverkäufer oder Billardgeschäftsbesitzer oder Café-Restaurantbesitzer oder Zugschaffner. Und diese ganzen Jobs sind, also alle die unter, da könnt ihr auch Gott, den himmlischen Vater, fragen, ob das ein sinnvoller Job ist. Postler zum Beispiel ist sicher ein sinnvoller Job, also Paketlieferant. Und ihr könnt Gott, den himmlischen Vater, fragen, was ein sinnvoller Job ist, oder den Heiligen Geist. Vor 7 Monaten und ungefähr 7,5 Tagen habe ich gebeten, dass Gott zum Gott Vater, zu Gott dem himmlischen Vater gebeten, dass wir einen Geist und Seele angepassten unsterblichen Körper bekommen. Da bin ich erst im Nachhinein drauf gekommen, dass der Heilige Geist die Funktion hat, die Körper zu verwandeln in Geist und Seele angepasste unsterbliche Körper. Es geschah so, dass der Heilige Geist die ganze Erde schrittweise verwandelt hat in solche Körper, die unsterblich sind. Und zwar so insofern unsterblich. Natürlich, wenn eine Betonplatte auf dich stürzt, bist du tot. Aber wenn du ein Organversagen hast, zum Beispiel ein Leberversagen oder ein Nierenversagen oder ein Herzversagen, bekommst du sofort eine neue Leber, ein neues Hirn, neues Herz, neue Lunge, wenn du ein Lungenversagen hast. Und das habe ich erbeten für euch und für mich. Und ich habe erbeten, dass es nie wieder Blizzards gibt, nie wieder Hurricanes, nie wieder Tornados, nie wieder Erdbeben, nie wieder Krebs gibt, nie wieder Syphilis gibt, nie mehr AIDS gibt, nie wieder Rheuma, nie mehr Arthritis, nie mehr Pilzerkrankungen, nie wieder Karies. Und ein anderer hat erbeten, dass es nie mehr Erkältungen gibt. Dann haben wir eine Gebetskette ausgelöst, wo erbeten worden ist, dass es nie wieder atomare, biologische, chemische Waffen gibt. Der Vater hat mit seiner allmächtigen Kraft alle Atombomben vom Erdreich entnommen und auch alle chemischen und biologischen Waffen unwirksam gemacht. Und ihr könnt euch sicher sein, dass er mit vollem Vertrauen zu euch
frohen Mutes ist, die Welt so, in, so zu belassen und zu beobachten, wie ihr euch verhält, so wird Gott sich der Welt zeigen. Und ich bin dankbar dafür, dass meine Gebete erhört worden sind. Ich habe auch erbeten, dass das Erdreich stärker geworden ist, damit das Regenwasser so gefiltert wird, dass es rein wieder runterkommt. Das macht die Erde sowieso schon, aber die Erde ist auch vergiftet worden. Und ich habe mir erbeten, dass die Erde wieder stark ist und wieder Kraft hat. So wie ich hier auch erbeten habe, dass die Ozonschicht in ursprünglichen Zustand zurückkommt und also dass der Klimawandel gestoppt worden ist. Und dass das CO2 der Autoabgase von den fossilen Brennstoffen keine Auswirkungen mehr hat auf die Luft. Dann habe ich mir erbeten, dass die heiligen Engel, die Seraphim und Cherubim, auf die Erde herabkommen und verkündigen, dass der neue Herr, Aschadonai, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und niemand zum Vater kommt als nur durch ihn. Außer denn der Vater entscheidet selbst, jemanden zu holen. Ich habe Terroristen zum Glauben gebracht, von der Al-Shabaab-Miliz, von der Hisbollah, von der Terrororganisation Ahmadiyya-Bewegung, von der Terrororganisation Hisbollah, von der Hamas, von der Al-Nusra-Front, von der Al-Qaida und schlussendlich den Islamischen Staat zum Glauben gebracht. Und sie verkündigen alle mit Leidenschaft und Liebe Elohim oder Yahweh, den dreifaltigen Gott, und verbrennen ihre Korane reihenweise. Und so soll es auch sein. Bis die letzte Täuschung des Satans, des Luzifers, des Korans, des Islams zunichte gemacht worden ist. Dieses Zeichen ist das Zeichen, dass die Erde vor einiger Zeit, und zwar genau vor 2000 Jahren und 20,5 Jahren, nicht vernichtet worden ist, weil da Gott, der himmlische Vater, die Menschen so boshaft war, dass er seinen einzigen ersten Sohn Gottes sandte, um dass die Erde nicht vernichtet worden ist. Und das Zeichen, dass wir das Leben in voller Fülle haben sollen. Und das Zeichen, dass dieser Sündenfall immer niedriger wird und immer geringer wird. Was zum Sündenfall noch da ist, sind zwei Dinge. Ich habe heute um Vergebung gebeten, dass ich Fleisch gegessen habe. Ich weiß, Fleisch essen ist vom Sündenfall. Ich bitte euch, hört euch das an. Gott, der Vater, der himmlische Vater hat mir gesagt, es sind zwei Dinge, die noch auf der Erde stören. Oder drei. Das erste ist mal Fleisch essen, weil es vom Sündenfall ist. Das zweite ist Atomkraftwerke, weil sie bösartig sind oder gefährlich sind. Und das dritte ist, wenn Menschen sich gegenseitig verurteilen und richten und sich keinen Freiraum lassen und wenn sie kaltherzig sind. Das sind die drei Dinge, die vom Sündenfall noch übergeblieben sind. Betet für das, dass die drei Dinge enden und wir sind frei vom Sündenfall und es kann wunderbar das Leben noch schöner sein, als es eh schon ist. Ich freue mich, euch diese Nachricht wieder geschickt zu haben. Schaut euch alle meine Glaubensvideos an. Da seht ihr, was ich noch alles erbeten habe. Zum Beispiel, wie ich Mekka Gabi gemacht habe in Elohim. Ja, ihr habt richtig gehört, Mekka ist keine Pilgerstätte mehr des Islam, sondern eine Pilgerstätte des Elohim, also Elohim-Glaubens, des dreifaltigen Gott-Glaubens. Das war ein Glaubens der Liebe, der Gerechtigkeit und die obersten Gesetze aus der Bibel sind: Liebe deinen Herrn, deinen Gott von ganzer Seele, von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Gemüt, von ganzer Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das zweite Gebot, das dem folgt. Und das Höchste, was ihr aus der Bibel lernen könnt, sind die Früchte des Heiligen Geistes. Diese sind Freude, Freundlichkeit, Demut, Selbstbeherrschung, Treue, Sanftmütigkeit, Langmütigkeit, Geduld, Keuschheit, Frieden und Liebe. Und dann lebt ihr glückselig. Die 10 Gebote heben sich auf, indem man an die ersten zwei wichtigsten Gebote
denkt. Und zwar, liebe den Herrn, deinen Gott, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand, mit ganzen Herzen, von ganzem Herzen, mit allem, was du hast, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann fallen alle 10 Gebote fallen darin hinein, dann stiehlst du nicht mehr, weil du sollst nicht stehlen von Moses und das, und du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht töten, das fällt dann alles weg, das machst man sowieso nicht mehr. Wenn man seinen Nächsten liebt wie sich selbst, macht man das nicht mehr. Ich spreche nochmal einen Lob an den lieben Jonas und also den Propheten, also nicht den, der in der Bibel vorkommt, der Jonas und der Noah, die die Erde gerettet haben in einer früheren Zeit einmal, als Gott sehr zornig geworden ist mit der Menschheit. Und ich ehre den alten Sohn Gottes Jesus für das, was er getan hat am Kreuz. Und ich verehre und lobe. Alle Ehre gebührt dem neuen Sohn Gottes, Adonai, dem Herrn. Amen. Halleluja, dem Herrn befohlen. Also wünsche ich euch einen schönen Tag noch, oder einen Abend, oder gute Nacht, wenn ihr euch das Video anschaut. Ich liebe euch. Tschüss, euer Manuel Trailer City, der alles gerettet hat, was existiert. Lasst euch das vom Heiligen Geist erklären, oder vom Gott, dem himmlischen Vater. Also dann, tschüss, Papa.